So, dann hätten wir ja die Resonanz erkundet und dann, oder? Das ist bloß noch meine Markierung, die mir hier angezeigt wird. Genau. Da oben ist hier noch eine Resonanz, dann würde ich die nochmal mitnehmen. Und zwar war das unsere, als wir verhört wurden. So, und ich glaube, das Haus hier dahinter, das dürfte begehbar gewesen sein. Was? Ich habe doch eigentlich. Habe ich das ausgeschaltet gerade zwischen den. Ich kann zum Beispiel in den Steuerungen, bloß um das mal zu zeigen, diese Bild-auf-Bild-ab-Tastenbewegung kann ich hier nicht mal ändern. Das ist total dumm. Also. Ist das Spiel für einen PC gemacht oder ist es wieder bloß ein Port? Weiß das jemand? Jedenfalls hatte ich doch die Aktionssymbole verbergen. Oder sind das in dem Fall die Interaktionssymbole? Weil hier wird ja dann noch angezeigt, dass das bloß der Kreis ist. Aktionstext open. Was weiß ich, ist alles ein bisschen merkwürdig für PC teilweise, finde ich. Na gut. Tut aber dem allgemeinen Spielspaß keinen großen Abbruch. Deswegen unverstrunzt ans Werk. Ach ja, das ist ja sogar schon das Gebäude, in das ich jetzt sowieso rein wollte. Ho. Da wäre eine Tür. Und da wäre eine Tür. Ich glaube, ich gehe mal durch die Hintertür. Und da oben müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Da war noch der Stolperdraht. Okay, das Ding könnte ich wegschieben. Sebastian. Okay, mal schauen, ob wir da nochmal so eine Sequenz erleben wie in der letzten Folge. Dass wir da. Das geht nicht. Jetzt, Moment. Hat es jetzt wieder eingeschaltet oder nicht? Okay, doch. Einmal eine Sicherung und nochmal 10 Waffenteile. Haben wir schon wieder 100. Okay, und ein Rohr. Aber. Okay. Das wird das Verhör gewesen sein. Wie gesagt, ich kann hier nicht runterscrollen wegen auch der Aufnahme. Das kann man nicht ändern. Warum man hier nicht mit dem Mausrad oder mit WASD oder mit den Pfeiltasten oder irgendwas anderem. Oder hier, ich kann nicht mal, wenn ich hier die linke Maustaste reindrücke, kann ich nicht mal. Wobei, hier unten sind Pfeile. Auch da kann ich nicht draufklicken. Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's. Nee, aber auch nicht immer. Liebe Entwickler, das ist Käse. Ach, ich kann. Ah, okay. Also manchmal reagiert es, manchmal nicht. Jetzt könnte ich gerade mit der linken Maustaste hoch und runter verschieben. Komm, lass mich noch mal ganz nach oben. Das ist echt der Hass, wenn ich hier was verschieben muss. Okay, Datum 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos. Nach den Ereignissen in der Beacon Nervenklinik im Oktober 2014 sind Sie laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Ein was? Ihrer Einsatzeignung festzulegen.
Fact Wainwright, psychologischer, polizeipsychologischer Dienst. Handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge, machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standardvorgehensweise, Jim. Wo zum Teufel kommt die denn her? Okay, das war nur eine Information. Oder hat sich was verändert? Nee. Können wir jetzt hier durch? Ich dagegen haue? Passiert gar nichts. Schlägt er einfach mit seinem Messer durch? Ah, okay. Dann hatten wir es ja schon richtig gemacht mit dem Hintereingang. Okay. Ah. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte. Das bin ich. Jetzt kann ich nämlich mit W und S hoch und runter scrollen. Warum? Akte 15. Psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos... Die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Das war die Therapie, zu der sie mich geschickt hatten. Irgendwann geht's bestimmt auch hier runter. Halt. Eines Killers. Es war so real, wie Sie es sind. Mag sein. Aber was nützt es?
dieser Version der Realität festzuhalten. Wenn wir sie von diesem Gedanken befreien, wird es vielleicht leichter für sie. Hat er mich nur behandelt? Oder wusste er mehr als ich? Mhm. Du kannst mich hier nicht festhalten? Dir. Beacon. Das kann nicht sein. Haben die schwarzen Balken wieder eingeführt. So wie das Spiel ja auch am Anfang der erste Teil lief. Die haben das ja dann auf dem PC schnell weggepatcht, was auch totaler Bullshit war. Mit diesen Balken, vor allem mit diesen fetten Balken. Gut, die bleiben hoffentlich nicht so lange. Guten Tag. Zum Teufel geht hier vor. Rotes Gel. Never forget. Waren das nur Erinnerungen? Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Nein. Deine Werte haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich habe Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Dieser Tolles Gespräch. Mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. Rotes Gel. Diese geheimnisvolle blutrote Flüssigkeit wird verwendet, um gesperrte Fertigkeitsverbesserungen freizuschalten. Ah. Alles klar. Ja, geil. So. Können wir jetzt wieder hier raus? Jo. Passt. Okay. Gut, da hinten schleichen immer noch einige von den Zombies rum und dann noch dieses große andere Vieh. Wir müssen allerdings da hoch. Und wir müssten auch mal Teile des Präzisionsgewehrs beschaffen. Genau. Nenno, guck mal, da hat gerade noch was geleuchtet. Ah, da liegt wieder jemand unter dem Auto. Bleibt mal schön da liegen.
noch was? Schießpulver. Ach guck mal, es wird sogar hervorgehoben da hinten. Hydranten aufdrehen? Wozu? Schade, ich wollte jetzt hier noch hochklettern, dann erstmal darüber die anderen kaputt machen, dann wieder zurück auf der Tonne dort. Okay, aber ich könnte weder so noch so darüber klettern. Na gut. Da ist wieder Mrs. Lava. Ich find's aber ein bisschen geil, muss ich sagen. Also das Gewand von ihr, dieses flattermäßige, offenherzige, freizügige. Die weiß nicht, was sie will, ne? Rein, raus, was du entscheid dich, Mädchen. Soll ich die mal abballern oder ist es eher ungeil, wenn ich die da jetzt... Okay, die taucht tatsächlich nochmal auf. Der Zuckung. Hau ab, ich will da auch rein. Kannst ja gern mitkommen, aber lass mich in Ruhe. Ja, nun. Auch so ein Ding, ne? Manchmal musst du das dann untersuchen, damit er das abschlägt. Manchmal musst du selber abschlagen, ohne dass sowas kommt. Das ist ein bisschen verwirrt manchmal. Jetzt kann ich wohl gar nicht die Teile des Präzisionsgewehrs mitnehmen, solange die hier rumstreift. Wie werde ich die denn am besten wieder los? Ich mache einfach mal auf. Könnte sein, dass die hier von rumsteht. Will gar nichts von mir, kann das sein? Doch, da kommt sie. Nee, auch nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn das die erste Frau ist, die freiwillig auf mich drauf zugelaufen kommt.
Vielleicht muss ich ja hier rein, oder? Keine Ahnung. Anscheinend sind ja auch alle anderen weg, ne? Bloß sie ist da. Oder auch nicht. Die Tür ist zugestellt. Ich wollte halt mal wissen, was passiert, weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Das gefällt mir entgegen, dass man ihn trotzdem dann so ein bisschen sieht. Kann ich denn zum Unterschlupf zurück? Das immer an bestimmten Stellen auf. Weil dann würde ich nämlich noch nicht an das Präzisionsgewehr rankommen, weil ich ja anscheinend nicht damit interagieren kann. Nein, die lässt du da. Was zur Hölle? Kann nicht mal entziffern, wohin das Ding guckt, aber man sieht ungefähr, wohin das Ding läuft. Ich weiß halt nicht, ob ich so einfach tot kriege, wenn ich jetzt meine 5 Schrotmunition reinballer und die letzten 10 Pistolenmunition, die ich noch dabei habe. Okay, die hält sich ja eine ganze Weile hier vorne auf, bis die wieder weggeht. Vielleicht kann ich einfach erstmal vorbeischleichen. Aber das Vieh würde ich trotzdem gerne erledigen, weil es... Das quillt ja quasi vor Gel über. Beziehungsweise ist der Rauch grün, der da rauskommt aus dem Vieh. Oder möchte ich jetzt keine Witze machen, wenn das Tier Probleme mit ihrem Darm hat. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich kann hier nicht drüber... Probier's mal. Das Problem ist, da liegen noch 4 rum. Beziehungsweise hier einer, da hinten. Ich glaube, hinter der roten Absperrung noch einer. Und dann noch da die 2. Dass die mich natürlich auch hier mitkriegen könnten. So, Arschkopf hat mich mitbekommen. Ruhig. Ja, damit.
Aber immerhin mit der Schrot 2 erledigt. Nägel, Waffenteile. Da. Das ist das, was wir brauchen. Teile fürs Präzisionsgewehr. Ersatzteile fürs Präzisionsgewehr. Für Präzisionsgewehre. Wenn es hier Teile gibt, muss auch irgendwo ein Präzisionsgewehr sein. Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. Präzisionsgewehr-Munition, noch ein Metallrohr und was haben wir noch? 15 Waffenteile. So. Okay, geht gerade wieder weg. Das trifft sich natürlich gut. So, ich würde das gerne gegen das Vieh probieren. Wollen wir noch was nehmen? Aber ich weiß halt nicht, ob ich sie kaputt kriege.